Und damit herzlich willkommen zurück zu Zompiercer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aus welchem Grund auch immer hat uns unser Helmlicht ausgemacht. Das merkt sich das Spiel meistens nicht, wenn man es einmal verlässt und wieder startet. Sehr, sehr schade. Aber eigentlich auch völlig egal. Ich habe mich jetzt umentschieden. Und ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und ganz ehrlich, es sind so viele Kisten, die wir hier finden. Mit Holz und Metall und so weiter. Wir brauchen das Ganze gar nicht. Also es gibt ja kaum noch was zum Craften. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Wenn wir jetzt noch eine riesen Schlange an Items hätten, dann wäre das nochmal was anderes. Aber das haben wir nicht. Und das Einzige, was wir noch nicht gebaut haben, sind ja tatsächlich diese Wände. Also wir haben die schon gebaut, wir haben sie bloß, oder hergestellt haben wir sie aber noch nicht gebaut. Und die bringen uns halt bloß was für den Zug, um den halt ein bisschen zu verschönern. Von daher lasse ich die Kisten jetzt erstmal links liegen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit sich das Ganze hier noch zieht in diesem Tunnelsystem. Und wenn wir jetzt anfangen, jede einzelne Kiste hier noch mitzunehmen und wieder zurückzurennen, weil das ganze Metall und Holz ist ja auch noch schwer ohne Ende, dann wären wir hier, glaube ich, nie fertig. Wir lassen das jetzt erstmal hier liegen, auch wenn es mir in der Seele wehtut, Loot liegen zu lassen, ist eigentlich gar nicht meine Art und Weise, aber wir haben so viel davon. Wir können uns bewerfen mit Loot. Von daher möchte ich das nicht unbedingt hier unbedingt in die Länge ziehen. Deswegen lassen wir das jetzt links liegen, falls wir doch nochmal in die Situation kommen sollten, dass wir sagen, wir brauchen Loot. Die Türen hat er auch wieder zugemacht. Mann, Mann, Mann. Ja, falls wir nochmal in die Situation kommen sollten, zu sagen, dass wir doch unbedingt Loot brauchen, dann können wir jederzeit hier wieder zurückgehen. Und holen uns einfach welchen und gut ist. Ne? Ich würde die anderen Sachen noch aufmachen, wo Munition und sowas drin ist, sprich die Schließfächer oder diese Munitionskisten. Aber ansonsten lassen wir das jetzt erstmal liegen. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Hier vorne war noch eine Tür, ne? Also wir sind von, genau, von hier gekommen. Das war der letzte Raum, in dem wir waren. Und dann geht es auf jeden Fall noch hier lang und dann gucken wir doch mal. Ich höre was. Okay, hier sind die ersten. Hallo, Freunde. Hey. Was ist denn los? Wenn bloß welche von diesen einfachen Zombies da sind, dann nutzen wir erstmal wieder unseren stacheligen Baseballschläger. Weil so viel Schuss haben wir gar nicht mehr. Also Pistole schon, aber Schrot. Schrot nicht mehr. Und wer weiß, am Ende zieht sich das hier noch über 800 Räume und am Ende haben wir keine Munition mehr. Und deswegen habe ich den jetzt mit der Schrotflinte abgeschossen. Wir haben fast Level 17 erreicht. Müssen wir mal gucken. Nochmal auf Ausdauer gehen. Stärke würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal so belassen, wie es ist. Mit den 40 Kilo, weil ich nehme keinen schweren Loot mehr mit. Wir können jederzeit wieder hier hin. Als wir es doch. Hä, wo kam denn er her? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey. Hau doch mal ab. 57 Leben noch. Wir waren gerade noch voll, ne? Ach, dieses Spiel, das macht mich teilweise verrückt. Ich glaube fast, dass wir auf Leben gehen. Weil da sind wir doch jetzt mittlerweile hier in diesem Tunnelsystem des öfteren mal so fast an die Grenze gekommen. Oh. Ich dachte schon, man rutscht ja nicht weiter zurück. Das Geräusch, was man nicht hören möchte, wenn ein Zombie genau vor ihm ist. Das war das Geräusch des Waffennachladens. Ach, shit. Und wir haben auch ganz viel Hunger. Dann... Ach Mist, ich habe nicht wirklich was an Essen mitgenommen. Auch bloß drei so eine Verbandspakete. Ich wollte doch eigentlich ordentlich Medizin und Nahrungsmittel mitnehmen. Da habe ich ja mal wieder komplett geschlafen. Jetzt lasst mich nochmal kurz gucken. War das alles oder ging es noch weiter hier? Ne, hier ging es noch weiter, okay. Hier sind wir hergekommen. Hier hinten geht's noch rein. Ah, noch ein schneller.
Und dann, oh, noch ein Kotzi. Und nicht so viele Kotzis. Und vor allem, wie weit? Guckt euch doch mal... Oh, hier ist ja noch eine. Guckt euch doch mal diesen Radius an. Oh, oh, wir kriegen ganz schön Damage. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal auf Leben, weil dann sind wir wieder voll. Jo, das war eine gute Idee. Ja, also solche Kotzis auf kleinem Raum. Nicht schön. Okay, wir haben das Ende erreicht. Wir können wieder... Also das Ende von diesem Gang. Wir können wieder ein Häkchen dran machen. Dass wir wieder eine Tür mehr, ja, schließen können. Von den 1 Million Türen hier unten. Naja, da haben wir jetzt 140 Leben. Das passt doch. 1020 brauchen wir mittlerweile für ein neues Level. Wahnsinn. Okay, wir waren hier hinten. Wir waren hier. Wo haben wir die nächste Tür? Da drüben ist eine und hier ist auch noch eine. Dann lasst uns erstmal hier reingucken. Unser Baseballschläger macht schon bald wieder schlapp. Alles nicht so geil. Ah, wir können uns mal kurz abduschen. Von dem ganzen Angekotze. Oh, 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 oh. Ganz ruhig, Tür. Soll uns das was sagen? Okay, sie geht auch wieder zu. Das macht mir tatsächlich etwas Angst. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal hier lang. Ich lade nochmal kurz nach. Haben wir auch noch eine Tür und ein Schild. Don't open dead inside. Oh Mann, ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Gelesen. In einem Dorf. Vor einem Haus. Ich dächte schon, dass wir das schon mal gelesen haben, aber da war ja nichts Schlimmes. Verdammt, am Ende dieser Hallen war eine Rüstkammer. Okay. Das bedeutet, dass wir entweder eine Menge Rüstung oder also Ausrüstung finden oder vielleicht auch Zombies mit Waffen kommen. Das wäre natürlich das Schlimmste, was es geben würde. Lasst uns mal gucken. Ach, wieder so ein Riesenraum. Und wieder 1 Million Zombies. Ach, Mist. Und die gucken uns alle schon so böse an. Wir haben 2 explosive Fässer. Dann würde ich fast sagen, wir locken die mal hierher. Ja, es kommen nicht alle, aber es kommen einige. So, Kotzi soll erstmal kotzen. Oh, das ist aber schnell explodiert, das Fass. Normalerweise brauchen die immer ein paar Sekunden. Naja, wir lassen die erstmal brennen und kotzen. Genau. Ich würde sagen, das haben wir doch schon mal ganz gut gelöst. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob in den ganzen anderen Räumen auch so viele explosive Fässer standen und ich das die ganze Zeit einfach nicht genutzt habe. Aber ich glaube nicht. Da waren auf jeden Fall viele von den blauen Fässern. Hier haben wir noch eins. Gehen erstmal schnell zu Kotzi. Und ah, noch ein Kotzi. Shit, oh, ein verbranntes Kotzi. Die sah ja mal komisch aus. Okay. Ach du Scheiße. Hier sind ja immer noch genügend. Aber mir fällt was ein. Ich habe eine Idee. Kommen wir hier hinten rum? Nö, natürlich nicht. Dann machen wir das mal anders. Ich würde sagen, wir probieren mal dieses Fass zu nehmen, weil das ist ja nicht explosiv. Ach Mist, wir müssen ja erst was weglegen. Warum habe ich denn den Bauhammer überhaupt mitgenommen? Denn ich bin die ganze Zeit während des Spiels schon am Überlegen, was diese Fässer nun für einen Sinn machen. Und eigentlich machen die nur den Sinn, Barrikaden zu bauen. Wenn wir uns vielleicht, wenn wir die ganzen Gegner jetzt anlocken, das Fass hier hinlegen, die sich dann alle davor stauen und wir dann hier auf das Fass schießen, auf das Explosive, müsste das doch eine ziemlich gute Idee sein, oder? Kommt ran. Shit, ich kann die alle nicht anlocken. Wollt die doch anlocken. Kotzi, wo rennst du denn hin? Okay, naja, ein paar kommen. Gucken, ob wir da hinten noch welche kriegen. Moment. Kotzi auch? Ach, shit. Na gut. Wir probieren's mal. Wir müssen uns nur etwas beeilen. Warum ging die Tür? Nein, wir haben die Tür jetzt zugemacht.
Ach Mist, das war natürlich nicht der Plan. Und ich glaube, so wie das fast gerade liegt, wird das gar nichts abhalten. Oder? Ach, die rennt einfach um. Okay, das war eine dumme Idee. Dann lasst uns die Granate werfen. Und lasst uns noch eine Granate werfen. Oh, hoffentlich rollt die nicht runter. Und die haben wir zweit geworfen. Ach Mist, es wäre so ein schöner Plan gewesen. Aber dann machen die Häuser für mich doch keinen weiteren Sinn, weil man kann die nur hinlegen, man kann die auch nicht hinstellen. Und wenn die einfach umrennen, na klar, vielleicht hat das jetzt nur der Dicke gekonnt, aber ich glaube, die rennen die einfach alle um. So schlau ist das Spiel nicht programmiert. Gehe ich zumindest aus, ich weiß es nicht. Na komm. Haben die gebracht, dann erstmal 3, dann haben wir wieder 116. Es ist soweit schon mal in Ordnung und hier standen ja auf jeden Fall auch ein paar von den normalen Truhen. Er hat aber lange gebraucht. Wieder typisch Polizei hier. Ach, uns hat uns wieder erwischt. Dachte gerade, ich höre schon die nächsten. Oh, er sieht aber hübsch aus, als hätten wir ihn eine blutige Sonnenbrille verpasst. Wir gucken mal schnell in die Kisten. Oh, und wirklich Medizin, sehr gut. Als hätte ich es gewusst. Und noch eine Granate. Da habe ich auch nichts dagegen. Wie viele sind es denn noch? Eigentlich bloß noch so ein paar von den kleinen hier, ne? Und da hinten haben wir noch einen dicken. Aber unser guter Baseballschläger ist fast kaputt. Das ist natürlich gar nicht so cool. Ach, Kotzi. Wollte auch wieder mit uns tanzen. Hat mal lange nicht. Ja. Ist doch in Ordnung. Also ich hoffe wirklich stark, dass das hier bald ja mal ein Ende findet. Ja, die ganze Zeit hier nur Zombies über den Haufen ballern. Das ist schon ganz schön anstrengend. Da haben wir noch einen dicken. Komm, wir locken den mal an. Und dann versuchen wir den mal hier an so ein explosives Fass zu locken. Dann braucht man nicht ganz so viel Munition verschwenden, weil die Dicken brauchen halt doch schon ganz schön. Ich meine, an sich nur 3 Schrotflintenschüsse. Aber wir haben nicht mehr so viel Schrotflintenschüsse. Und tatsächlich würde ich mir die Schrotmunition viel lieber... viel lieber für die Schnellen aufheben, weil... Die kann man halt fast nur mit der Schrotflinte töten. Ohne Schaden zu bekommen, weil die müssen halt wirklich schnell weg, sonst haben die dich. Und hier die Dicken, die kann man notfalls auch mal mit der Pistole killen. Jo, haben wir geschafft, sehr gut. Dann gehen wir mal hier noch ein Stück weiter. Und der nächste Riesenraum mit vielen Zombies. Wahnsinn, also was sollen wir hier noch machen? Wie viele Zombies sollen wir hier killen? Ah, da haben wir nämlich. Genau den meine ich. Ach, und da kommt noch einer. Hallo. Und noch ein Kotzi. Werfen wir mit Bande hier die Granate. Ach, shit. Ach, Kotzi. Nein. Also, wenn es so weitergeht, haben wir wirklich bald keine Munition mehr, ne? Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das nochmal passieren wird. Aber gegen die kann ich ja jetzt hier alle nicht im Nahkampf antreten. Also da bräuchten wir 8000 Ausdauer. Und 8000 Leben. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Bleibt stehen. Oh shit, ich kann nicht wirklich weggehen davon. Die Granaten bringen halt fast gar nichts. Also die müssen unbedingt mal... verbessert werden im nächsten Update. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Okay, wir haben hier noch so ein schönes Fass. Ui, das ging wieder so extrem schnell hoch. Komm, brenn ab. Ich möchte nicht noch einen Schuss verschwenden. Also das Schild hat nicht gelogen, dass wir hier nicht eintreten sollten. Da ist wirklich sehr, sehr viel Tod drin hier in dem Raum. Boah, wie sie noch qualmen, ne?
Ist mir vorher auch noch gar nicht so aufgefallen, dass die dann noch qualmend am Boden liegen. Hier haben wir noch einen Kotzi. Die müssen sich zum Glück immer erstmal ein bisschen erholen, nachdem die einmal gebrochen haben. Das müsste aber so normaler sein, ne? Ne, Kotzi war's. Ah. Oh, oh, wir haben schon wieder ganz schön Hunger. Wir haben zum Glück noch eine Dose Bohnen, dann sind wir wieder bei 43%. Na, dann müssen wir vielleicht doch zeitnah wieder zurück. Müssen uns so oder so einen Baseballschläger bauen, anders geht's gar nicht. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Essen wäre schön. Wir müssen doch auch etwas Essen hier unten gebunkert haben. Ach, und wir sind noch lange nicht durch. Und null explosive Fässer hier, die uns mal ein bisschen den Arsch retten könnten. Warum habe ich denn jedes Mal was hinter mir, wenn ich versuche wegzurutschen? Come on, renne. Renn. Jetzt ging es wieder nicht mit Abbrechen. Ist komisch. Manchmal geht's nicht. Ich habe noch nicht ganz verstanden, woran das liegt. Zombies über Zombies. Oh, da kommt ja noch ein Dicker. Sind sie nicht schneller geworden, die Dicken? Ey, warum ist denn der noch nicht tot? Wie oft haben wir den bitte getroffen? Das sieht fast so aus, als wären die Dicken schneller geworden. Die waren doch am Anfang mal langsamer, oder? Den können wir leider nur so killen. Ah, die Waffe ist kaputt. Na gut, dann würde ich sagen, der Raum müsste ja clean sein hier. Jo. Ach nee, wir waren ja schon im nächsten, ne? Ah, ich bin nur gerade geflüchtet. Lasst uns mal kurz gucken, ob wir den jetzt leer haben, noch nicht ganz. Hier vorne. Und einen Dicken habe ich gerade noch gehört und so einen Schnellen hier noch. Ach Mann. Oh, wir haben hier hinten noch. Nein, brich's ab, brich's ab. Jetzt hat er es wieder abgebrochen, ne? Ist wirklich sehr, sehr merkwürdig teilweise. Ich würde ganz gerne das Fass nutzen. Und ich glaube... Hä? Hä? Was ist jetzt? Wir haben Tag erreicht. Oh, oh nein, jetzt nicht mehr. Bloß hier drüben. Warum auch immer. Stirb doch. Weil der brennt doch schon. Wie viel Schuss denn noch? Also ich glaube, das ist einfach ein Bug. Aber ich stelle mich gerne wieder hier vorne hin. Ach, ist das schön. Schon lange nicht mehr Vogelgezwitscher gehört. Und Dunkelheit. Wir gucken mal. Wir haben die Rüstkammer erreicht. Okay, dann lasst uns hier mal noch schnell durchlooten. Medizin. Geld, Energy. Oh, wir haben Riegel gefunden. Sehr gut. Die ganze Zeit Angst, dass was kommt. Und was haben wir hier? Eine Granate. Eine AK. Ich gehe kaputt. Jawohl. Wir haben's. Wir haben sie gefunden. So lange habe ich davon geträumt. Nachts wach geworden. Meine Freundin geweckt. Gesagt, wo ist die AK? Oder wo ist das Automatikgewehr? Und jetzt haben wir sie. Und wir haben natürlich keine Munition einstecken. Ja, warum auch? Aber hier drin ist dann auch... Nee, nur hier drüben ist hell. Scheint ein kleiner Bug zu sein. Finde ich aber ganz schön. Motiviert zumindest. Mal ganz kurz, dass wir eventuell doch... irgendwann mal wieder hier aus dieser ganzen Scheiße rauskommen. Oh, schaut euch mal an, wie geil die aussieht. Und da haben wir sogar 187 Schüsse. Im Magazin. Dann lasst uns schnell zum Zug zurück. Dann holen wir uns Essen. Und vor allem Automatikgewehrschüsse. Und dann kann hier doch mal richtig die Post abgehen. Ach, das macht uns das Leben gerade so viel einfacher. Ich muss nur wissen, wo wir wieder zurückkommen. Aber ich glaube, hier war's. Ja, hier sind wir durch. Boah, die ganzen Zombies, ey. Guckt euch das. Wir haben schon wieder 800 Erfahrung. Geil. Wir haben das Automatikgewehr gefunden. Ich hatte die ganze Zeit wirklich schon die Angst, dass wir, oder dass ich, das Ding irgendwo übersehen habe. Da gehen wir dann erst mit Automatikgewehr rein.
Ja, wir haben es und es ist eine ziemlich geile AK. Wir sind hier hinten rausgekommen, genau. Und da ging, glaube ich, auch noch eine Tür lang dann, ne? Da geht's auch noch lang. Hier waren wir drin, hier sind wir hergekommen. Dann lass uns mal schnell zurückmachen. Ja, die AK werden wir dann auf jeden Fall gleich abfeuern. Aber das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge war auf jeden Fall mal wieder geiler. Und ich glaube, die nächsten Folgen werden definitiv noch cooler. Weil wir hier einfach schön im Dauerfeuer durch diese Hallen rocken. Dann bis morgen wieder. Macht's gut.